Hallo YouTube. Ich bin's, der Typ, der die letzten 5 Minuten das Gehzeug durchnimmt. Nein, ich bin nicht Faultier, ich sehe nur so aus. Nein. Ihr fragt euch jetzt schon, was ich jetzt dieses Video mache. Also ich habe mir gerade mehrere alte Videos von mir angeschaut und habe festgestellt, da gibt das so ein paar Videos, die ich so in einer Reihe, also eine Playlist bringen könnte, nämlich so Vlogs, Vlog-Videos, da gibt es schon ein paar. Und Liebe, er ist kaputt. Unsere Klinge ist kaputt. Aha. Also, da habe ich also ein paar Videos gemacht, wo ich das erzählt habe. So Vlog-Videos. Und da habe ich ja festgestellt, dass einige davon schon etwas älter sind. Dass ich jetzt noch wieder eins machen könnte, um zu sehen, was so jetzt passiert ist. Weil wir sind jetzt im Jahr 2023. Und es ist einiges passiert. Zu den letzten Videos. Es ist mir nicht mal so aufgefallen. Weil ich habe ja. Also, gut, das habt ihr ja gesehen, diesen neuen Rechner, den ganz neuen. Ja. Das Blu-ray-Problem ist immer noch vorhanden, aber da bin ich dran. Cottbus ist. Ja, jetzt geht's los. Cottbus ist nachts wie Silent Hill. Wirklich. Hier gibt es keine Menschen. Wie sieht der Himmel so komisch aus, als wäre das ein Standbild? Das sieht wirklich so komisch aus. Ach so, scheiße. Da muss ich ja. Verdammt. Da muss ich woanders hin. Ich muss einen anderen Weg lang gehen, wenn ich noch schnell Geld holen will. Ja, Australien-Forscher. Naja. Und so ein damaliger Australien-Forscher, dessen Name ich jetzt nicht weiß. Stille. Niemand hier. Am Wochenende ist jetzt voll. Da sitzen ganz viele Leute draußen und essen. So Leute, also wie gesagt, wollte ich hier mal wieder so ein Video machen, weil es ja noch einige Änderungen gab zu dem letzten Video, wo ich was erzählt habe und so. Und da ich ja meine Videos eigentlich auch gerade habe und festgestellt habe, dass es eigentlich mehrere Videos, die ich mit Vlog bezeichnen könnte, könnt ihr auch eine Playlist machen. Und dieses Video wäre dann das Neueste denn jetzt. So, was ist denn jetzt eigentlich, was ist denn jetzt so Neues passiert? Ich arbeite immer noch in Berlin, Spandau. Meine Chefin, die ja mal in einigen Videos das Thema war, wo ich drüber gesprochen habe, die ist nicht mehr da tatsächlich. Danach gab es verschiedene Wechsel mit verschiedenen WBLern. WBLern, PDL, ach was mache ich immer mit dem WBL, ja, Wohlbereichsleiter. Genau. Dann gab es ein paar Beschissene, die nicht, also, wir hatten da zwei, die waren, oh, die eine hat lieber die Räume gestaltet, als sich um die Bewohner zu kümmern, war ständig auf Stress aus, nervös, hat Unruhe verbreitet,
Ach, weiß ich nicht. Da kam eine andere, die war auch beschissen. Und die hat ja, Leuten was unterstellt und so. Die ging dann auch weg. Jetzt ist es eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir eine, zwei Fahrkräfte. Und mit denen ist es eigentlich ganz ruhig und entspannt. Es ist auch einiges entspannter als noch meine alte Chefin da war. Da habe ich ja auch im Nachtdienst irgendwie die Dusche desinfiziert und so. Mache ich ja nicht mehr. Also, weil einiges locker gesehen wird. Mein Dienstplan diesen Monat ist ganz geil. Spätdienst, Nachtdienst, kein Frühdienst. Problem ist, dass ich Stunden habe, ziemlich viele. 60 oder so. Naja. Aber für die Nachtdienste wird das für mich reingeholt. Keine Sorge. Was gibt noch zu sagen? Ja, bei Mortal Kombat. Da habe ich ja Cassie Cage gespielt. Die wollte ja so einen Skin haben. Diesen Skin, den ich habe, da habe ich noch nicht, aber ich bin an einen Skin rangekommen, der ist schon ziemlich gut. Ich wollte mal einen Skin mit roten Augen und Metallarme. Sieht das, was jetzt anhat, ist auch geil, aber hat gelbe Augen. Sieht auch geil aus. Mortal Kombat 1 habe ich noch nicht, es kostet ja auch Geld und so. Jedi Survivor habe ich erstmal das Let's Play angeschaut, weil das wurde gesagt, technisch ist das irgendwie problematisch. Deswegen habe ich erstmal Let's Play bei Case Drawer angeguckt, habe ich nicht mal geschafft. Was? Hab ich gesagt, es ist Samstag? Also jetzt ist schon Dienstag. Was? Ja, yeah. Es ist Dienstag, der 10.10. 2:44 Uhr. Und ich will noch von Samstag, verstehen Sie Spaß nach Wollnisse. Habe ich wieder angefangen zu gucken irgendwann? Eine Folge habe ich sogar mal auf dem Weg von Spandau nach Hause hinzugeguckt. Habe ich über mein Handy, dann hat sogar halbwegs geklappt. Habe ich das sogar mal im Zug angeschaut mit meinem Handy. Das ging sogar. Ja. Ich hatte ja mal, ach so, an Leute, die das Video hier sehen und meine anderen Videos kennen, diese Videos, wo das so beschissen aussah, wo der Bildschirm so klein ist und so komisch ist und der Ton, das war ein Vico-Handy, ja? Vico ist richtiger Dreck. Vico ist eine Drecksfirma. Macht Drecks Scheiße. Davon sollte man niemals was kaufen. Vico ist Müll. Das sind keine Handys. Also das kann man nur kaufen, wenn man wirklich völlig verzweifelt ist. Also wirklich keine andere Möglichkeit hat, an was ranzukommen. Vico ganz schlecht. Ja, wie gesagt, das ist aber für die, die das Video nicht gesehen haben. Also ich habe jetzt Lenovo. Also habe ich ja, also auf dem YouTube-Kanal kann man das ja. Jetzt habe ich so zwei kurze Videos gemacht, wo ich irgendwie Kabel angesteckt habe und die neuen Rechner gesehen, aber für die, die es nicht gesehen haben, ich habe jetzt Lenovo. Ich habe auch einen neuen Bildschirm, weil der Dell-Bildschirm vor kurzem die Flatter gemacht hat. Obwohl ich ihn schon, der war sehr lange, hat wirklich sehr lange durchgehalten. Was ich jetzt habe, was habe ich jetzt? Ach so, ja, der Bildschirm ist auch von Lenovo, genau. Das sieht man immer, wenn man ihn anmacht, ist auch Lenovo. Schön groß, 27 Zoll und so. Ah. Toll, ne? Schöner großer Bildschirm. So, nächstes Thema. So, hatte ich ja mal bei einigen Videos gesagt, Blu-ray und ich kann keine Blu-rays gucken. Bla bla bla. So, das kann sehr witzig, aber jetzt wahrscheinlich ein kurzes Ende. Das ist immer noch ein Thema. Aber ich habe jetzt ja einen Blu-ray-Player. Und der funktioniert auch. Ich habe schon getestet, funktioniert. Nur das mit dem Ton ist ein. Sieht so gut aus, ne? Praktisch. Nur mit dem Ton ist das ein Problem. Daher muss ich mir noch einen Fernseher besorgen mit integrierten Lautsprechern. Aber es sind ja immer Lautsprecher, sind da sowieso integriert mit HDMI-Anschluss, damit das dann gleich 1 zu 1 übertragen wird auf den Blu-ray-Player. Weil ich habe ja jetzt was hab, ein paar alte Serien noch besorgt. Akte X. Ja! Star Trek! Geile Serie eigentlich, immer schön. Die haben sich coole Drehbücher ausgedacht. Mann, dieses Scheiße mit dem Stuhl. Ja, ey. Babylon 5, aber die Kiste ist mir zu schwer, nicht so groß. Akte X, habe ich zuerst geguckt, hatte ich zuerst. Dann habe ich Babylon 5. Babylon 5 habe ich halt so lange gebraucht, weil eines kaputt war, eine Pause gemacht, weil man es kann 20 vor 100%ig gucken, dass ich jetzt schon wieder Akte X geguckt habe, weil ich mich ja nicht mal alles ändern konnte. Habe ich nochmal was alles nochmal angeguckt. Dieser Star Trek Next Gen kann eben dieses Blu-ray, das gut.
Dann mit dem da. Ich muss auch meine Meinung revidieren zu dem Thema, was ich früher mal gesagt habe. Oh, die heutigen Serien sind alle scheiße. Bis auf eine. Mandalorian. Star Trek Discovery auch ganz geil ist, weil die Stories von Star Trek Discovery viel größer angelegt sind als bei Next Gen. Da war es immer, also manchmal Folge, Folge, Folge und manchmal waren es längere. Das nennt man dann Episoden. Star Trek Discovery sind das alles Episoden. Das sind viel größere Geschichten, die alle über mehrere Folgen passieren. Das ist vorhin ziemlich spannend, dass ich mir angeguckt habe. Vielleicht mal gucken, vielleicht besorge ich mir die. Emergency Room wäre auch noch eine. Hab ich mir überlegt, wäre auch nicht so schlecht. Kann ja nicht mehr so teuer sein, aber dann immer am besten immer wirklich unbenutzt und noch eingepackt. Weil, was ich mit Babel 5 verlebt habe, dass da einiges nicht ging, das war schon ein bisschen doof. Wobei man sagen muss, Staffel 3, 4, 5, glaube ich, konnte ich komplett durchgucken. Oder so. Naja. In der Babelfilm waren es ja nicht nur die Schatten, sondern auch die Erde war ja so ein, weil der Anführer der Erde war so ein Arschloch, der hatte die Lügen verbreitet über Babylon 5 und ja, da mussten. Sie waren ja, Babylon 5 war halt abtrünnig, ziemlich dolle. Also die Erde hat ein Problem mit der Erde, Krieg mit den Schatten. Und es gibt, was ich toll finde, es gab sogar ein richtiges Ende, weil ja Captain Sheridan hat ja bei einer Situation ein bisschen Lebensenergie verloren, hat Energie zurückbekommen. Aber der Typ da hat gesagt, ja, es sind so und so viele Jahre und es kommt dann auch am Ende dann dazu, dass dann das so beendet wird. Also ein richtiges Ende. Das fand ich ganz gut. Besser als bei Akte X, da muss man sagen, das ist eigentlich gar kein Ende. Das ist einfach nur Ende der, weiß nicht, Season und was nun? Zu Akte X muss man noch sagen. Also, ich weiß nicht, bis zu welcher Staffel, also. Akte X hatte so gewisse Ideen. Den blieben so treu. Aber irgendwann hatten, na, habe ich den Chris Carter hatte keine Lust mehr. Und dann kam es auch einen richtigen Cut. Da haben die wirklich alles weggemacht. Also die Kopfgeldjäger gab es nicht mehr. Die anderen Außerirdischen mit dem schwarzen Krebs gab es nicht mehr. Es gab jetzt zwei Außerirdische, die mit dem grünen Blut, wo das Blut oxidiert und die Augen anfällt. Und die anderen Außerirdischen, die grauen Männchen. Wo es auch verschiedene Existenzen gab. Zum Beispiel am Ende ist das graue Männchen mit den großen Augen. Aber davor gibt es noch eine brutalere Version mit langen Krallen und so. Und die Außerirdischen, also diese Außerirdischen mit dieser Entwicklung, haben auch das schwarze Blut, was auch alleine leben kann. Also das Blut kann auch in den Körper eindringen, das ist der schwarze Krebs so genannt. Und dann übernimmt die Kontrolle über den Körper. Okay. Das wurde alles weggemacht. Jetzt gab es nur noch Supersoldaten und das ist unkreativ, einfallslos. Man hat gemerkt, Chris Carter hatte keinen Bock mehr. Und dann auch so bei der letzten Staffel, Alter, dem Krebskandidaten wird ja irgendwie alles angelastet. Der ist der Vater von Mulder, weil er seine Mutter geschwängert hat beim Treffen und so. Dann war da noch irgendwas mit Scully. Alter, die haben ja wirklich alles auf die. Also. Die hatten durch echt keinen Bock mehr, ey. Naja. Cool ist ja, dass Krycek erschossen wird von Skinner. Weil der Krycek mit den Nanobots hatte Skinner ja in der Hand. Das ist geil, dass es mal war Fanservice. Aber es gab noch eine andere Szene mit Fanservice. Und zwar als Skinner dem Krebskandidaten sagt: Es gibt da mehrere Folgen mit diesem Kassettenband, wo die Daten über die Auswirkungen drauf sind. Und in Wirklichkeit muss man das mal miteinander gucken. Also das Ritual, bla bla Verschwörung, der Feind 1 und 2, das gehört eines, da kommt dieses Tape immer wieder vor. Und das Tape ist dann weg, Skinner hat das gar nicht, aber sagt dann zum Krebskandidaten, weil er hat den Indianer gefunden, der das übersetzt hat damals, und sagt dann zu dem Krebskandidaten, der gerade gesagt hat, sieh, ich bin noch nicht fertig mit Ihnen. Und dann meinte, was hat das mit? Das hat zu bedeuten, dass sie die Lippenspitzen mit den Arsch küssen. Sagte Skinner zu dem Krebskandidaten. Und weil der Krebskandidat, ja, wenn sie jetzt diesen Indianer umbringen wollen, bitte tun sie es, aber er hat seiner Religion zuvor an 20 weitere die Information weitergegeben. Und wenn sie jetzt nicht jeden Indianer in den Staat umbringen, dann ne, würden sie, also seien sie mal, also soll er sich mal ein bisschen zusammenreißen, ansonsten. Wenn die Informationen
Das war mal richtig Fanservice. Da hat der Krebskrank hat mal einen reingedrückt bekommen. Was ich noch krass fand, war, dass bei Akte X eigentlich bei, ich weiß nicht mehr, ich dachte Staffel 6 wäre es gewesen. Die haben irgendwie 11 Staffeln, bis Staffel 6 wurde schon alles erklärt. Naja. Es gibt irgendwie voll, wo das Krebskind das erklärt alles. Die haben die Außerirdischen kamen, da mussten wir die Kinder als Versicherung den Außerirdischen geben für Experimente. Gleichzeitig haben die Menschen Experimente gemacht mit den Außerirdischen, um ein Gegenmittel gegen den schwarzen Krebs zu finden. Ja, weil die ja den schwarzen Krebs, das Blut, wollen sie ja mit Bienen dann verbreiten, damit die Außerirdischen die Erde kolonisieren können mit Hilfe der Pockenimpfung und so. Bla 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 bla. Und ach ja, traurig ist doch, dass eine Folge eigentlich vom Inhalt wichtig ist, aber wie es umgesetzt wurde, ne. Das habe ich jetzt erst dann gesehen, als ich habe ja irgendwann aufgedacht, dich zu gucken. Und zwar gibt es diese Folge, wo es nur um Skinner geht, wo eine Leiche verschwindet. Und diese Leiche ist von Bienen umgebracht worden. So. Und diese Geschichte kommt zum Schluss dann dahin, dass es darum geht, um die Kolonisierung mit Hilfe der Pockenimpfung. Interessant. Aber die Folge mit Skinner ist einfach scheiße. Plötzlich ist Skinner so ein Leichenverschwinderlasser. Was? Da arbeiten wir mit Krebskandidaten zusammen. Nee. Die Folge war nicht so gut. Dafür fand ich die. Also, es gibt sehr witzige Folgen. Also, ich mache da schon einen Unterschied. Es gibt sehr witzige Folgen und die zwei Satire-Folgen. Die witzigen Folgen zum Beispiel Energie und. Also, mit den Mädchen, die immer, wo die Erde bebt und so. Die ist so witzig. Mulder ist so dermaßen. Also, weiß nicht, der äußert so unpassende Sachen. Ach komm. Ist das so witzig? Wirklich. Und was war noch so witzig? Ach ja, ein unbedeutender Niemand. Das ist auch eine witzige Folge. So, und dann gibt es aber die zwei Satire-Folgen, die könnt ihr euch auch mal gucken. Das ist einmal Bad Blood und Andere Wahrheiten. Weil ja Mulder und Scully sich da auch ein bisschen seltsam verhalten. Vor allem Mulder. Singt da irgendwas mit Chef oder so. Also vielleicht mache ich dazu mal eine Akte X Sonderfolge, dass ich meine ganzen Special-Folgen mal raussuche. Ach ja, ich schreibe, jetzt zur Zeit schreibe ich, also es ist mir gelungen, eine Idee mir auszudenken zu der Figur Hannibal Lecter. Und die Geschichte schreibe ich gerade. Da die Akte X-Filme ganz gut sind, also der zweite war ja richtig beschissen. Keinen Sinn, was das sollte. Und vor allen Dingen, es gibt kein. Vielleicht schreibe ich da auch noch was. Vielleicht schreibe ich wirklich so Akte X Zeiten des Untergangs oder so. Also einen Übergang zu schaffen zu dem Ende von Akte X oder so. Also das. Vielleicht die Rebellen oder die Formwandler, Kopfgeldjäger, wissen, dass das ihr Ende naht. Ich weiß nicht. Wie kommen sie zu Mulder und erklären ihm das und er soll das dann verhindern oder was weiß ich. Okay, nicht so. Ja, also wie gesagt, ich schreibe jetzt die Geschichte, lesen durch gar nichts. Zurzeit habe ich keine Lust mehr gehabt. Gab es noch was Interessantes? Ja, bei Facebook bin ich immer noch. Tatsächlich bin ich immer noch dabei geblieben. Wir haben jetzt 2003, seit 2001, also 2 Jahre bin ich jetzt bei Facebook recht aktiv. Zocken zurück zurzeit Mortal Kombat 11 und Resident Evil 4 Remake, ganz gutes Spiel. Was ist noch passiert? Ich habe mich ja mit Zodiac befasst, dann habe ich mich und irgendwann mit anderen Mordfällen. Also wie gesagt, ich habe eine Theorie zum Mordfall bei Peggy Knobloch, dass man die Täter da vielleicht auch finden könnte. Dazu müssen die Polizei aber mal folgende Frage klären: Ob die Person, die 2001 angerufen hat, wo die dann hingefahren, keine Leiche gefunden haben, und die Person, die dann gesagt, oh, ich dachte, das wäre ein Pilz und hat dann einen Schädel gefunden, ob die beiden Personen vielleicht ein und dieselbe sind. Sollte das ein und dieselbe Person sein, ist es der Täter, höchstwahrscheinlich. Und bei wie heißt die, Maddie McCann, da, also habe ich mir das auch angeguckt. Ich sag die verrückte Theorie jetzt gleich. Es kann sein, dass. Mann, Alter, fick dich. Genau. Also die verrückte Theorie, die ich da habe, ist, dass Gary McCann und Matthew Oldfield in Wirklichkeit ein schwules Ehepaar, also ein schwules Pärchen waren. Und Kate, ist die Kate, ja, hat ohne es zu wissen ein Kind gezeugt. Es ist ja künstlich gezeugt worden. Hat aber nicht gewusst, dass es für die beiden war. Und dann hat im richtigen Zeitpunkt
dein Freund Matthew, bla bla, das Kind einfach mal mitgehen lassen. Gary weiß das, Kate nicht. Aufgrund der Medien-Dings, also der großen Medienaufwand, ist aber klar, dass irgendeiner was davon wissen muss, weil dieser Medienaufwand, den würde man ja nicht machen, wenn man nicht wüsste, es gibt die Gefahr, dass da was rauskommt. Hier geht es schon ganz schön lang, ne? Was gibt es denn noch zu sagen? Von damals zu heute. Artbooks sind nicht mehr so mein Fall. Jetzt führt das Ding vielleicht gleich runter. Obwohl eigentlich. Ja, gut. Ja, also. Raid ist gut. Damit dem da.